willkommen zu einem neuen Video. Jetzt sind wir, wie unschwer zu erkennen ist, am See. Schlüter oder Seemaschine. Das ist noch Frontpacker und kleinere Walze von da hinten. Den habe ich ausgeliehen. Zum Austesten mal beim HMR. Also beim Bauernhofteam. Der hat den jetzt aber übrig, weil der hat jetzt einen neuen Frontpacker. Ja. Wir sehen jetzt Sommergäste. Neue Sorte dieses Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Das ist jetzt der dritte Acker. Und gestern haben wir die anderen zwei gesehen und heute jetzt der dritte. Da ist jetzt wieder fast noch, ja, ich weiß nicht, das Nass ist Sitte, aber es ist gestern war es ein Trick noch. Heute Morgen hat es 2 Liter geregnet. Aber ich denke, jetzt geht's. Jetzt hoffe ich, dass es richtig geregnet kommt. Da hinten ist schon ganz schön dunkel. Ich hoffe, da ist die Zeit vorbei. Dann erst heute Abend wieder ab 8 Uhr Regen und jetzt haben wir 5 Uhr. Jetzt gucken wir mal, wie lange es noch hält. Ich stelle euch mal immer nach und nachher kann ich ja rein gucken. So, jetzt zeige ich gerade mal, wie es hinten aussieht. Oder noch ein bisschen mal. Aha. Ja, halber Hektar haben wir zu rein. Und halber leer ist, denke ich, auch schon gut. Ja, wird schon passen.
sehen, aber das ist jetzt zu nass. So, wir putzen jetzt noch den Streier so grob, weil mehr Streier nehme ich. Und dann haben wir unseren Haken. Mal gucken, mal wo ein wenig so ein Dreck kommt. Also, ich bin jetzt fertig mit Putzen. Schon wieder ein Räderhaufen da abgekommen. Da. Hinterherum, unterherum. Ich stelle jetzt den Streier rein. Jetzt brauchen wir ja erstmal gleich wieder von der Hafer. Ich denke, es tut mir zuerst mal gucken, dass man da den Mais gesät bringt. Je nachdem, muss ja auch gut drucken sein beim Hafer, wenn wir da in den Acker fahren können. Dann sollen wir arbeiten. Genau, ich denke, das war's mit dem Video. Ihr könnt ja gerne mal beim Bauernhof-Team vorbeigucken, wenn ich den Frontpacker ausgeliehen haben oder gehört haben. Ich verlinke das euch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr da mal vorbeigucken. Und in dem Fall danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.